Obwohl der neue Raspberry Pi 5 ausgeschaltet wird, verbraucht er vergleichsweise viel Energie. Ich habe mir angeschaut, woran das liegt und zeige euch in diesem Video, wie ihr den Stromverbrauch deutlich reduzieren könnt. Ursprünglich wollte ich einen eigenen Beitrag zum Stromverbrauch des neuen Raspberry Pi 5 machen und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man ihn über die bekannten Wege mit dem Linux-Werkzeug shutdown herunterfährt, Weiterhin etwa 1,7 bis 1,8 Watt an Energie Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch! Erst wenn der USB-C-Stecker am Raspberry Pi ausgesteckt wird, das heißt das Netzteil ist ohne Last eingesteckt, dann sinkt der gemessene Verbrauch auf 0 Watt. Natürlich sind das in Wirklichkeit keine 0 Watt, sondern eben so wenig, dass es außerhalb vom Mindestlastbereich des Netzteils liegt. Es sollte aber deutlich weniger sein als diese ca. 1,8 Watt. Das erschien mir unverhältnismäßig viel, nachdem der Raspberry Pi 5 im Leerlauf, also wenn er läuft, 3 Watt verbraucht. Eine Übersicht über die power vom Raspberry Pi, die findet man in einem Datenblatt zur aktuellen Plus spezifikation Die richtet sich primär an Entwickler von solchen Erweiterungsplatinen, also den Heads, die man oben draufsetzen kann, um damit zusätzliche Funktionen einzubauen. Dort sind einige grundlegende Sachen dokumentiert, an die man sich als Entwickler von solchen Erweiterungsplatinen halten sollte, damit es zu keinem Problem kommt. Interessant ist hier das Kapitel 3, das beschreibt die Energiezustände. Wenn wir den Pi softwareseitig herunterfahren, dann wird er in den Warm Standby Modus versetzt, also warmer Bereitschaftsmodus übersetzt. Der beste Weg unerheblich, egal ob jetzt sudo shutdown minus -h now, sudo halt oder auch der Taster, der am Raspberry Pi angebracht ist. Der Raspberry Pi landet dabei immer in dem Warm Standby Modus und wird damit gar nicht komplett abgeschaltet, wie man am Namen schon ein Stück weit vermuten kann. Das Betriebssystem, also die GNU Distribution, die wird zwar heruntergefahren, doch die 3,3 und 5 Volt Schiene weiterhin mit Strom versorgt. Auch der PMIC, das ist der Baustein für die Energieversorgung, der bleibt komplett aktiv. Warum schaltet sich also der Raspberry Pi nicht vollständig ab? Es gibt wenige Anwendungsfälle, wo das Sinn machen kann, einen Teil des Gerätes weiterhin mit Strom zu versorgen, zum Beispiel bei Land, wo man mit einem zweiten Gerät in dem Beispiel den Raspberry Pi starten möchte. Der Grund, warum sowohl die 3,3- als auch die 5-Volt-Schiene weiterhin mit Strom versorgt werden, ist jedoch ein anderer. Ursprünglich hat bereits der Raspberry Pi 4 die 3,3-Volt-Schiene komplett abgeschaltet, sodass nur die 5-Volt-Schiene mit Strom versorgt wird. Doch das hat Probleme mit verschiedenen Heads verursacht, also diese Erweiterungsplatinen, die man oben draufsetzt für Zusatzfunktionen. Damit alle Heads ohne weitere Anpassungen funktionieren, hat man das Verhalten geändert und lässt die Energieversorgung des PIs vollständig laufen. Die Differenz zum Leerlauf kommt daher, dass einzelne Bauteile wie zum Beispiel der Prozessor abgeschaltet werden können. Durch diesen Workaround bleibt dabei wesentlich mehr aktiv als notwendig wäre. Der Kollateralschaden ist ein deutlich höherer Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand und das eben für alle, auch diejenigen, die gar keine Heads verwenden. Doch dieses Verhalten kann über die Firmware des Raspberry Pi beeinflusst werden. Dazu öffnet ihr eine Konsole, wahlweise direkt auf den Raspberry Pi OS Desktop, wenn ihr den dort verwendet oder aber per SSH und führt den Befehl sudo rpi-eeprom-config-e aus. Das öffnet die Firmware-Konfiguration im Standard-Texteditor. Das ist meistens der Nano. Das heißt, da könnt ihr die jetzt einsehen und geht hier in diesen Bereich oben mit diesen eckigen Klammern "all". Der definiert eine Gruppe. Darunter guckt ihr mal, ob es da "Power Off On Hold" jeweils mit Unterstrich gibt. Bei mir ist das im Standard auf 0 und die Ursache, warum der so viel Strom im ausgeschalteten Zustand zieht. Wenn ihr "Power Off On Hold" von 0 auf 1 setzt, dann wird der Raspberry Pi so viele Komponenten wie möglich abschalten, wenn ihr ihn herunterfährt. Das heißt, die 3,3 Volt Schiene, die wird abgeschaltet, wie es früher schon der Fall war. Zum Speichern der Änderung könnt ihr im Nano einfach STRG X drücken und anschließend mit J für Ja bestätigen, dann wird das im Bootloader hinterlegt. Anschließend müsst ihr den Pi einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Wird er nun heruntergefahren, dann sinkt der Stromverbrauch an meinem Messgerät auf 0 Watt statt eben den ca. 1,7, 1,8 Watt, die ich vorher gemessen hatte. Natürlich braucht ein Netzteil, auch wenn es keine Last hat, immer ein klein wenig Strom, hatte ich ja anfangs schon kurz erwähnt. Laut Raspberry Pi Doku sind das 0,01 Watt, also sehr wenig und so rechnet sich auch der Faktor von 180. Wenn ihr ein Head einsetzt, dann kann das hier zu Problemen kommen, das sollte euch bewusst sein. Meinem Eindruck nach nutzen aber viele keinen Head. Für all diejenigen sind keine Seiteneffekte bekannt. Der Raspberry Pi 5 kann normal über seinen Taster gestartet werden und auch beim Herunterfahren leuchtet weiterhin die rote Leuchtdiode, solange der Pi in diesem Standby-Modus, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgeschaltet ist. Denn nun haben wir ja gelernt, dass Ausschalten beim Pi gar nicht vollständig ausschalten heißt, sondern in Wirklichkeit eben bloß der Warm Standby-Modus, also der warme Bereitschaftsmodus. Der relative Unterschied ist riesig. Absolut gesehen mag es natürlich ziemlich unwichtig wirken, ob ich nur 0,1 Watt oder 1,8 Watt an Verbrauch habe. Es gibt aber Szenarien, in denen sich das durchaus bemerkbar machen kann. Zum Beispiel, wenn der Pi 247 am Netzteil angeschlossen ist, aber immer bloß kurzzeitig gestartet wird. Das macht ein paar Euro pro Jahr aus, die man so unnötig verschenkt. Noch schwieriger wird es, wenn der Pi gar nicht am Netzstrom läuft, sondern außerhalb des Stromnetzes über zum Beispiel Akkus versorgt wird. Ich hoffe, dass dir mein Video weitergeholfen hat. In dem Fall kannst du gerne diesen Kanal abonnieren, denn hier wird noch einiges mehr rund um Raspberry Pi, aber auch verschiedene andere Themen aus dem Bereich IT, Technik und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft erscheinen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Bis zum nächsten Mal.